Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und es gibt wieder ein neues bzw. altes Event, das es zumindest noch nicht auf meinen YouTube-Kanal geschafft hat, und das möchte ich halt mal verfilmen. Und das ist der Sturm des Imperators Event, beziehungsweise heißt es Angriffsschlacht Militärmacht, ja, kämpft gegen das Imperium, und so brauchen wir Rebellen oder Klone oder Rebellen und Klone, um das zu schaffen. Und ich weiß, dass es ziemlich schwer war, ob ich das letzte Mal probiert hatte. Also ich hatte es auch, glaube ich, nicht einmal geschafft, weil mir damals, das ist schon ziemlich lange her, weil das letzte Mal da war, einfach die Rebellen auch gefehlt haben. Man sieht ja die Belohnung. Das ist ganz nett, was man bekommt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffen werde, aber ich denke mal schon, zumindest Rang 1. Rang 2 denke ich nicht, dass ich ihn schaffen werde, aber Rang 1 auf jeden Fall möglich. Wir schauen einfach mal rein. Seit dem letzten Mal habe ich natürlich auch meine... überlegen. Nehmen wir es mal Leia mit. Also seit dem letzten Mal habe ich natürlich meine Rebellen sehr aufgestockt. Also ich hatte Lando nicht, Biggs und Wedge hatte ich nicht. Und die drei machen schon mal den großen Unterschied aus. Und hier hat man jetzt in dem Event 8 Phasen, also 8 Kämpfe. Und auch eine Fähigkeit, die man immer hat. Weil man dann Gegengesundheit über Zeiteffekt, doppelten Schaden oder einen Gegenangriff. Dann verwenden wir in 2 Runden, das heißt, ich werde mal gucken, wie weit wir kommen ohne diese Fähigkeit. Sieht aber relativ einfach aus schon. Dann mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Das Gute an den 8 Kämpfen ist, dass Lando jetzt zum Beispiel hat jetzt einmal AOE gemacht. Und wenn er in der nächsten Runde nochmal dran ist, dürfte der AOE-Schaden dann doppelt so hoch sein, da er dass es mitgenommen wird. Ja. Wir werden aber mal gucken, ob das gleich tatsächlich so passiert ist. Zumindest erinnere ich mich, dass es bei den anderen Kämpfen immer so war. Und wenn man dran wäre, sieht es auch immer aus. Ja, 16.000, leider hat er jetzt einen Eingriff gehabt, also heißt es 2 Runden lang kein AOE. Das war eventuell ein Fehler. Aber wir schauen aber mal. Machen hier aber mal einen Konter an. Wenn man darf, wieder wegschießen. Ja, das geht aber jetzt gut. Jetzt können wir direkt mit AOE danach weitermachen. Das darf wieder schon mal Geschichte. Oh, bis hierhin war es schon mal, glaube ich, schwer für mich. Also ich bin bis zu Darth Vader gekommen damals. Aber wie gesagt, da hatte ich keine Rebellen. Nur, nicht ausgebaute Rebellen. Und inzwischen sieht es ja anders aus. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den ersten Kampf auf jeden Fall schaffen werde. Sieht da ganz gut aus. Ich glaube, selbst der Kampf gegen den Imperator ist nicht mehr allzu schwer. Dieser Stufe 79. Früher war Maximalstufe auch noch 80. Und ja. Da hat man auf jeden Fall jetzt Vorteile hier. So, 2 Kämpfe noch. Noch mal AOE an. Ich glaube, die schmeißen wieder mit Granaten. Dann haben wir ein AOE wieder ready für nächste Runde. Ich kann auf jeden Fall einmal den Taunt ziehen von Hahn. Also der Kampf ist natürlich ziemlich einfach geworden, dadurch, dass ich meine Rebellen so ausgebaut habe. Aber, naja. So, letzte Begegnung. Gegen den Imperator. Und 5 seiner königlichen Wachen. Oh, ihr seht schon, der Imperator hat ganz schön viel AP. Wir machen jetzt einfach mal überall Konter an. Das... Den schießen wir mal schnell weg hier. So, mal sehen. 6000, naja. Ja, das ist ziemlich einfach. Ich hätte ja gedacht, dass sie Schaden machen, aber die haben natürlich alle ihre Spezialfähigkeit gezündet.
Wow. Wow. Aber es ist so ein, egal was für viele Ständer man bekommt, halt dieselbe Lohn. 1,15 Millionen. Das finde ich nicht schlecht. Ja, die ganzen Schlitter, okay. Von den meisten brauche ich gar nicht mehr. Von ihm auch nicht mehr. Am besten finde ich die Credits und die Druiden. Davon habe ich genug. Und das auch. Na gut. Das war jetzt der normale Kampf. Oder vielmehr der schwere Kampf. Den kann ich jetzt wiederholen. Aber dann gibt es natürlich nur noch normale Belohnung. Also hier nur noch die 150.000. Nicht mehr diese Einmalbelohnung, die es davor gab. Lohnt sich nicht wirklich, dafür 100 Kristalle auszugeben. Für 10 vielleicht, ja. Also wenn das von 10, 50 und 100, dann könnte man noch zwei Kämpfe machen, okay, aber für 100 Kristalle, 150.000, weiß nicht. So, da wollen wir doch mal den sehr schweren Kampf probieren. Hier sind die, glaube ich, alle Stufe 80 mit Mods. Naja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch. Lassen das Tief auch mal so. Wenn es nicht klappt, nehme ich auf jeden Fall Akbar mit und mache dann seine Spezialfähigkeit, um Lando zweimal AOE zu lassen. Aber wir gucken auch das mal rein. Oh ja, die haben auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr HP. Die hatten AOE, glaube ich, hier. Magma-Truppler haben alle AOE. Wir machen jetzt einfach mal das schon mal rein. Schießt schon mal einer. Wenn man das natürlich auf allen hat, ist das natürlich extrem krass. Man könnte es natürlich auch sehr leicht mit Rebellen machen, die AOE schon von Haus haben. Ne? Dann brauchen wir die Fähigkeit nicht. Zum Beispiel der Hahn, der Raid-Hahn hat AOE. Der AOE. Wenn ich gerade AOE machen wollen. Der hat Counter. Dann Chirrut hat Counter und Base haben auch Counter. Und also HP-technisch haben sie schon mal ziemlich viel mehr verloren als beim letzten Kampf. Ja, aber das ist ja ganz normal. Ich mache jetzt wieder einen Counter an hier bei allen. Dann machen wir AOE. Ja, das klappt so. Ganz gut. Anders kriegt man die nicht schnell genug down, bevor sie einem zu viel Schaden machen. Alternativ können wir natürlich auch noch wie heißt er? Wedge als Leader nehmen, um Xuna wieder zu regenerieren. Allerdings ist das Problem da, dass sie erstmal Xuna verlieren müssen. Wenn der Imperator schon beim letzten Mal 88.000 gemacht hat mit seiner normalen Attacke, heißt das, dass man da ziemlich schnell den Imperator töten müssen. Und da ist Tempo natürlich und kritischer Schaden ziemlich ein Vorteil. Ich glaube auch der Darth Vader hat jetzt ziemlich viel Damage gemacht. Ich nehme, wenn wir jetzt auch mal die Doppelattacke draufholzen. Ja, schon mal die Hälfte weg. Denn ich glaube, der hat mit seinem Schwertschwinger ziemlich viel Damage gemacht. Ja, ich hab. Oh. Ah, okay, macht der AOE-Attacke. Die kann nicht so viel Damage machen. Gut. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Machen wir mal einen Counter an hier. Counter. Hier auch Counter. Dann nochmal geheilt hoffentlich. Er braucht mich. Ja, mal gucken. 14.000. Ja. Mal sehen, ob es klappt. Wenn nicht, machen wir das nochmal um. Bauen wir das nochmal um. Okay. Spiel ist jetzt natürlich nicht sehr optimal, finde ich. Also ich muss das mehr taktischer machen. Allerdings hoffe ich, dass es das auch so klappt.
Bitte nicht Hahn gleich verlieren. Ich brauche den noch in der letzten Phase. Dass er wenigstens Dings gibt. Tempo und. Das müssen wir so machen. Das geht nicht anders. Das müssen wir leider so machen. Gut, hätte jetzt gewusst, dass er heilt, hätte natürlich den AOE mir sparen können. So, wir machen jetzt auf jeden Fall den Imperator weg. Der hat sehr viel AP. Ich glaube, die Königin Wachen, die taunten auch nicht, wenn er 50% hat. Allerdings stunnen sie. Das ist natürlich sehr ungünstig. Und sie ist dann sehr gut. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, da müssen wir echt den Akbar noch mitnehmen. Weil Lea ist da ziemlich. Sie macht nur diesen Buff hier. Allerdings, wenn es das Einzige ist, dann nehmen wir lieber Akbar mit. Und er macht natürlich. Sie taunt natürlich trotzdem. Hast du, sie werden wie bei dem Imperator-Event, dass sie mich da nicht getaunt haben, aber naja. Komm schon. Komm schon. Ich wollte dann eigentlich den anderen. 113.000. Aber ich schaff's auf jeden Fall. Also bis er wieder dran ist. Bis ich es jetzt eigentlich geschafft haben. Counter bringt jetzt nichts. Ich werde auch nochmal ein AOE machen. 15.000 sind. Und jetzt müsste er eigentlich sterben. Okay, ich dachte, er heilt sich jetzt für wie viel tausend. Aber es ist geschafft. Zwar nur ein Stern, aber das macht ja nichts. Wieder 1,15 Millionen, sehr schön. Und die können wir so gebrauchen, wunderbar. Die natürlich nicht. Ja, gut. Also ihr habt das Event gesehen. Es ist machbar. Allerdings brauchen wir schon wirklich ein sehr gutes Team. Eventuell könnte man das noch ein bisschen tauschen. Zum Beispiel Lea raus und dafür Akbar rein, um noch ein extra Heal zu haben. Plus, ja gut, Heal heißt, ist ja so viel, da ja keine Debuffs sind, aber bis auf der letzten Phase. Dann könnte man noch mitnehmen. Hahn natürlich. Ist immer sehr gut. Ja, Chirrut und Base. Ist ja irgendwo Base. Die neuen Charaktere natürlich alle sehr gut in dem Spiel, in dem Modus hier. Aber gut, da hat die schon. Viele werden den nicht so haben. Gut, dann habe ich das Event aber auch endlich mal geschafft. Und ich glaube, es war ein Charakter aktiviert. Gut, machen wir mal schnell. Kosten noch 100 Credits. Und es gab sogar einen Erfolg. Da gibt es nochmal 10 Vader-Splitter. Und da brauche ich ja nur noch jetzt 84 gleich. Wunderbar. Sehr schön. Und ja, dann habt ihr das Event auch mal gesehen. Es ist auf jeden Fall nicht so leicht, aber es ist auf jeden Fall leichter, als ich das letzte Mal gemacht habe. Natürlich, klar, wenn man keine Rebellen hat oder keine Klone, ist das Event natürlich extrem schwer. Vor allem der zweite Teil da. Aber mit den drei üblichen Arena-Kämpfer, die ich jetzt hier habe, also Lando, Bix und Wedge, ist es natürlich sehr machbar geworden. Vor allem durch den AOE, der da viel Schaden raushaut. Ja, aber gut. Dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.